Wir sind heute mit einem Pesa-Link der Niederbarnimer Eisenbahn unterwegs und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report. Wir schauen mal auf die Karte, wo wir heute unterwegs sind. Wir starten in Berlin-Ostkreuz und fahren auf dem gesamten Streckenverlauf der Regionalbahnlinie 12 bis nach Templin-Stadt. Die NEB war der erste deutsche Betreiber des Pesa-Link. Sie kommen hier schon seit 2016 zum Einsatz, und zwar in einer zweiteiligen Variante. Ursprünglich war auch eine dreiteilige geplant, da dort der Liefertermin aber nicht genannt werden konnte, hat man die dann auch in zweiteilige Varianten umgeändert. Auf der Strecke nach Templin kommt sowohl der Talent als auch der Pesa-Link zum Einsatz, in meinem Fall eben jetzt der Pesa-Link. Dieser ist mit einer durchgehenden zweiten Klasse ausgestattet. Es gibt Steckdosen am Platz, allerdings sonst nicht viel mehr Ausstattung, keine Tische oder ähnliches. Also eine recht einfache Ausstattung, aber immerhin die Steckdosen sind zumindest vorhanden. Wir starten am Berliner Ostkreuz und fahren von dort erstmal über Berlin-Lichtenberg und Berlin-Hohenschönhausen in Richtung Oranienburg. Das heißt erstmal einen weit gezogenen Bogen raus aus Berlin und fahren dann erstmal dieselbe Strecke, die wir schon vor zwei Videos mit dem RE5 gefahren sind. Daher befahren wir jetzt im ersten Teil des Videos noch keine neue Strecke und gehen darauf auch nicht ganz so genau ein. Ab Löwenberg-Mark wechseln wir dann auf die Bahnstrecke Löwenberg-Prenzlau, von der eben nur noch der Abschnitt bis nach Templin bedient wird. Hier haben wir gerade den Bahnhof Sachsenhausen erreicht, kurz hinter Oranienburg. Hier kann man aussteigen, um die Gedenkstätte und das Museum des KZ Sachsenhausen zu besuchen. Für mich geht es allerdings weiter bis zum Endbahnhof nach Templin. Und hier erreichen wir nun Nassenheide. Das heißt, hier ab Oranienburg bis nach Löwenberg halten wir an allen Zwischenhaltestellen, während der RE5 hier ohne Halt durchfährt. Hier haben wir nun Löwenberg verlassen, hier zweigt auch die Strecke Richtung Rheinsberg ab. Wir fahren jetzt aber eben nach Templin. Die nächste größere Ortschaft ist dann Zehlenick. Landschaftlich sind wir jetzt erstmal im landwirtschaftlich genutzten Gebiet unterwegs. Das wird sich dann im weiteren Streckenverlauf bis nach Templin ab Zehlenick ungefähr allerdings ändern. Dann werden wir hauptsächlich in Wäldern unterwegs sein und auch den ein oder anderen See passieren. Abgesehen von Zehlenick und Templin sind die Ortschaften, in denen wir anhalten, alles relativ kleine Dörfer. Hier haben wir auch schon den Bahnhof von Zehlenick erreicht und von nun an wird sich die Landschaft dann, wie gesagt, auch deutlich verändern. Kurz hinter Zehlenick fahren wir dann an einigen Seen vorbei und überqueren auch die Havel und sind von dort an dann hauptsächlich in Waldgebieten unterwegs.
Die Bahnstrecke hatte früher natürlich deutlich mehr Bedeutung, da sie dann eben auch durchgehend bis nach Prenzlau war. Heute nur noch bis Templin, beziehungsweise genau genommen bis Templin-Stadt, denn Templin hat 2 Bahnhöfe. Aktuell gibt es in Templin auch noch einen Anschluss. Mehr dazu dann im nächsten Video. Der Verkehr auf der Strecke nach Prenzlau wurde 2000 eingestellt und inzwischen ist die Strecke komplett stillgelegt und auch von Bahnbetriebszwecken entwidmet. Es gab zwischenzeitlich noch einen Dresinenverkehr, aber auch das konnte sich leider nicht halten, sodass diese Strecke heute leider gar nicht mehr existiert. Seit 2015 bedient die NEB die Strecke nach Templin. Davor waren die Deutsche Bahn und die Prignitzer Eisenbahn für den Betrieb der Strecke verantwortlich. Heutzutage kommen hier eben wie gesagt die Pesa-Link, aber auch noch Talent zum Einsatz. Hier erreichen wir nun den Bahnhof von Templin. Wie man sehen kann, ursprünglich deutlich größer und wichtiger als es heute ist. Viele Bahnsteige, die allerdings auch zum Teil gar nicht mehr in Betrieb sind, wie man hier gut und deutlich sehen kann. Und heute ist das auch nicht mehr der Endbahnhof, denn wir fahren noch weiter bis den Bahnhof Templin-Stadt, der etwas zentraler gelegen ist. In Templin-Stadt endet die Linie dann, ich steige aus und um. Weiter geht es, wie gesagt, dann im nächsten Video. Das war's für dieses Video, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt, wann das nächste Video kommt. Und wie immer sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich über eure Likes, Kommentare, Abos oder auch eingeteilten Links sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.